TV, TV, Sching Sching TV. Jutti. Legen wir los, ne? Okay, dann hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur vierten Ausgabe von Sching Sching TV Podcast. Heute mit Martin von Pimps im Park. Hi. Hallo. Ja, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf im Parkhausstudio. Genau. Da hängst du auch immer so den ganzen Tag rum, ne? Genau, damit verdiene ich meine paar Kröten nicht. Ja? Bist du reich jetzt? Ja, ich bin super reich. Ja? Als Rapper muss man reich sein, selbst wenn man es nicht ist. Ach so, das dann. Also da bist du schon richtig in der Szene drin. Ja, da bin ich komplett drin. Fufis im Club. Ja. Ja. Also, dickes Auto. Ja, Corsa vorne total eingedellt und so. Aber ich stelle mir immer vor, wenn ich da drin fahre, dass das eigentlich irgendwie so. Und öffentlich würdest du auch von einem anderen Auto sprechen, oder? Ich glaube, ich habe das sogar als Zitat irgendwo im Lied drin, wo ich dann vorher von einem anderen spreche und dann das aber noch in einem Lied auflöse. Das ist doch nicht das. Okay, also du beziehst dich dann in deinen Songs schon auf diese Szene, oder? Ja, also das ist eigentlich fast nie, das ist wahrscheinlich der einzige Verweis insgesamt. Eigentlich beziehe ich mich überhaupt nicht mehr darauf. Der Grund ist, dass ich einmal mich wenig damit beschäftige oder mir wenig Gedanken darüber mache, sondern hier ja auch mit, von ganz vielen anderen Musikern umgeben sind, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben und aus anderen Musikrichtungen kommen. Und auch, weil ich es immer komisch fand, es gibt Leute, die definieren sich dann sozusagen über Hip-Hop, über Symbole oder Nicht-Symbole, und dann gibt es die, die sich davon abgrenzen und sagen, ah, wir machen aber was total Eigenes, aber diese Abgrenzung ja gleichzeitig wieder nur eine Eigendefinierung über das andere ist. Ja, genau. Ja? Das heißt irgendwie, du bestätigst das System nur, damit. Du beschädigst das System, ja. Oder zumindest ist alles, was du, wie du dich selbst definierst, eigentlich nur durch das andere entstanden, und das finde ich total langweilig. Aber du bist auch, du bist schon ein Rapper, du würdest das ich sagen. Ich bin ein Rapper, jetzt die neue Musik, die ich mache, oder die neue Platte, die kommt, da wird gerappt, da wird aber auch irgendwas anderes mit der Stimme gemacht. Ja. Ich will es jetzt nicht unbedingt singen nennen, es findet sich in Zwischenräumen statt oder reden oder so, aber ich bin Rapper und bin seit Ewigkeiten Rapper, ganz früh schon angefangen, Sachen rauszubringen. Ja. Generell sage ich bin Rapper, ja. Ja, okay. Ja, wobei, also ich kenne jetzt nur die Sachen von dir, die bei YouTube stehen. Und da ist der Begriff Dichter ja auch angemessen, oder? Ja, das überlasse ich anderen. Also wenn ihr das sagen wollen, könnt ihr das gerne sagen. Ja. Ich selber würde das für mich selber nicht gerne benutzen. Nee. Irgendwie. Also ich habe eigentlich immer Rap gemacht, und ich finde, es gibt ja auch selbst in Rappern, die vielleicht jetzt nicht sozusagen von so einer Hochkultur als Dichter bezeichnet werden sollten, genug irgendwie lyrische Sachen, die ich gut fand oder die ich auch gehört habe, so dass ich mich damit gut identifizieren kann. Ja. Ne? Also, oder ich habe ganz viel amerikanischen Hip-Hop, auch Gangster-Hip-Hop, auch anderen Hip-Hop auch gehört, die ganzen Reimstrukturen und so. Damit habe ich mich viel mehr beschäftigt als mit, in Anführungsstrichen, Dichtung. Ne? Okay, also, ja, es gibt auch klar. Dichter, mit denen ich mich beschäftigt habe, aber da fühle ich mich dann eher dann doch dem Rap zugehörig. Ja. Weil der einen größeren Teil meines Lebens beeinflusst hat. Ne? Und da kommt das dann praktisch eher. Genau. Und ich denke dann vielleicht ein bisschen anders als vielleicht viele andere, die Rap machen. Und das spiegelt sich dann auch wieder. Hat Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile, wenn man sich präsentiert, einfach sozusagen, je nachdem, wer es hört. Aber mit Poetry Slam und sowas hast du nichts am Hut? Nee, ich habe noch nie einen Poetry Slam gemacht. Ich hätte beinahe mal einen gemacht, weil ich am Anfang dachte, ich kann auch den einen oder anderen Text einfach so als Poetry Slam vortragen. Ich habe ein Lied, ich weiß nicht, was du auf YouTube gesehen hast, aber Klaus, wenn du das Lied gesehen hast, das habe ich zum Beispiel auch so ohne Beat, einfach eher sozusagen über arrhythmische Strophenelemente, die live erzeugt wurden, sozusagen nur mit einer Taschenlampe, die mich sozusagen von unten beleuchtet hat, so vorgetragen, was man wahrscheinlich hätte auch im Poetry Slam machen können. Ja. Aber habe ich nicht. Und manchmal ist, also ich war auf Poetry Slams, die ich total gut fand, aber ich war auch schon bei welchen, da hat sich so ein bestimmter
Duktus und so einen Tonfall entwickelt, der mir manchmal so ein bisschen zuwider ist. Also das ist dann so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so fast so pastoral, ja. Und wo ich dann irgendwie so als Rapper dann schon denke, und dann habe ich halt auch Leute getroffen, zum Beispiel, wir machen immer im Clubbahnhof Ehrenfeld, so alle 3 Monate gibt es so Love-Episodes, heißt das. Das ist so, ist so eine Houseband da und dann sind verschiedene Künstler da, die die Songs neu covern und auch ab und zu ein eigenes Lied irgendwie vortragen und das immer so abwechselnd so, also dass das nicht irgendwie eine Band nach der anderen, sondern das ist so ein gemeinsamer Abend einfach, so ein ganz chilliger irgendwie, mit auch Publikum kann sitzen und da war, wie hieß der nochmal, da war ein Typ, ein netter Kerl, der gleichzeitig Poetry Slammer und Rapper war und der mir dann auch erzählt hat, zum Beispiel die Story, wenn er in diesem bestimmten Duktus sozusagen auf dem Poetry Slam seine Texte vorträgt, werden die groß beklatscht, ja, wenn er die über den Beat rapmäßig vorträgt, dann irgendwie würden die für eher primitiver gehalten. Das ist ein und derselbe Text. Der ein und derselbe Text, stimmt. Und das hat so ein bisschen bestätigt, was ich manchmal so gespürt habe. Aber gar nicht immer. Es gibt ganz großartige dabei, aber das ist dann halt so ein bisschen. Ja, ich weiß aber genau, wovon du sprichst. Also jeder Text kriegt durch diese bestimmte Art der Pausensetzung genau. Und kriegt dann sowas sehr Gewichtiges. Genau. Dann lässt man den erstmal diese eine Zeile wirken und so weiter. Was ja auch manchmal geil ist. Und wie gesagt, das war jetzt, ne, aber. Aber deshalb, ich bin auch, also sagen wir so, hätte ich jetzt irgendwie die Chance gehabt, viel Geld damit zu verdienen, hätte ich vielleicht auch mal angenommen. Also bei dir geht es schon ums Geld verdienen. Vor allem hauptsächlich, wenn ich Musik mache. Genau. Ja, und aber was ja sehr auffällig ist, ist, dass bei YouTube die Videos, die sind schon echt alt, ne? Super alt. Ich glaub, warum war das los? Also wo ist der neue Shit von dir? Ein Problem immer schon in meiner Rap-Karriere war, also es ist ja so, ich war vorher auch schon Mitglied in einer Band, die hieß Lyroholiker, irgendwie, die war damals auch bei MC gesigned und da haben wir auch schon zwei LPs veröffentlicht, diverse EPs und so, dass ich manchmal so ein bisschen langsam bin, weil ich mir manchmal auch sehr viel Zeit lasse, so Texte nochmal 20 Mal durchzugehen und zu gucken. Und in der Zeit halt mir halt dieses Parkhaus-Studio, in dem du jetzt auch sitzt, halt aufgebaut habe. Wir haben unheimlich viel Zeit reingesteckt, das hier zu machen. Siehst ja irgendwie, das ist alles selber gebaut. Schon irgendwie imposant hier. Genau, und wir haben das alles selber gebaut, selber gehandwerkt und so, sonst wäre das auch schwierig zu bewerkstelligen gewesen irgendwie. Sind jetzt auch eins der schönsten Studios in Köln, würde ich sagen. Und das hat mich viel Zeit gekostet. Ne? Und jetzt gerade sitze ich wieder viel dran und hab, bevor du kamst, saß ich wieder an was dran und hab jetzt hoffentlich so Ende nächsten Monat sowas, hätte ich sowas wie eine LP fertig. Muss jetzt mal gucken, wie dann was entsteht. Und dann würde es auch neue Videos geben. Und so. Man könnte hier natürlich jetzt auch schnell immer mal so Live-Sachen einfach filmen und auf YouTube stellen. Aber ich bin in diesem Social Media Business bin ich nicht so. Ja, nicht so gut. Also, wenn ich was schreibe, mag ich das häufiger auch oder finden die Leute es auch lustig oder interessant, aber ich kann das nicht jeden Tag da hin und wieder was Neues posten und so weiter. Aber dieses Jahr kommt was. Aber grundsätzlich ist dieses langsame Tempo dir einfach gegeben. Und ich hoffe, das geht jetzt schneller. Jetzt auf meine alten Tage geht es schneller. Du hast gesagt, es kommt eher aus dem aus den Umständen, also oder hat das auch was damit zu tun, dass du wenig Schreibimpuls hattest und das nicht viel aus dir raus wollte? Oder dass das einfach in dir immer dauert, bis irgendwas entsteht? Nicht? Ja, es waren, ich meine, es sind ja auch, man belügt sich ja selber auch immer ganz schön. Also ich weiß es nicht genau, was jetzt alles die Gründe sind. Es hatte was mit den äußeren Umständen zu tun, dass ich gucken musste sozusagen, wie kriegen wir das hier aufgebaut und wie finanzieren wir uns, die wir hier sind, mit allen möglichen musikalischen Arbeiten. Hat aber auch damit zu tun, dass zum Beispiel die letzte Platte habe ich, glaube ich, alles selber gemacht. Ne? Ich habe die Beats selber gemacht, ich habe die Texte geschrieben, ich habe es selber aufgenommen, ich habe es selber abgemischt. Und
gemastert nicht, aber alles andere sozusagen, was natürlich schon mal ein viel langwierigerer Prozess ist, als wenn man jetzt nur Texte schreibt und jemand anders macht die Beats, jemand anders mischt es ab. Ne? Ja. Das heißt irgendwie, dann fehlt manchmal sozusagen die direkte Rückkopplung und so. Das heißt, man dreht sich so in den eigenen Kopfschleifen. Ja, ja, ich weiß und, genau, das hat sich jetzt hier ein bisschen geändert, weil wir viel mehr Leute sind sozusagen. Das Umfeld ist ein anderes. Also Pimps im Park ist ein... Pimps im Park ist ja ein Konstrukt. Und ne? Es ist ein Kollektiv oder nee, jetzt Pimps geworden, im Park oder bist du ich das? Gewesen. Ne? Du bist das der die, Pimp im Park praktisch. Ich, dann ist ja ich der bin Plural. Die, ich bin die Pimps so. Im Park. Das war schon auch das Ding. Das waren ja auch auf dem, wenn du YouTube gesehen hast, da ist ja, ja dieses Klaus-Video, ja. Das sind ja ich und Klaus, das sind schon mal zwei. Ja. Ja? Und dann gab es Autisti, das ist der dritte gewesen. Okay. Ja, das heißt, es gab drei Leute, die auf der Platte auch alle gerappt haben. Und, ja? Okay, alles klar. Und das waren die Pimps im Park. Die Band war gleichzeitig auch mit im Pimps im Park. Das war ein beliebig modular erweitbares Konstrukt, das von einem singularen Individuum bis hin zu der Welt gerne alle umfassen dürfte. Aber erstmal war ich das. Ist denn, gibt's die drei, gibt's denn Klaus und Autisti auch auf deinen neuen? Klaus ist schon vertreten, also es gibt sozusagen ein Lied, wo er vorkommt. Ich bin mir noch nicht so ganz klar auf der neuen Platte, ob die, also es wird nicht zu gleichen Teilen irgendwie alles vertreten sein. Es kann auch sein, dass ich mich erstmal jetzt auf die auf das ursprüngliche Mitglied Meister O irgendwie beziehe und der erstmal Musik macht und nur ab und zu kommt ein Feature rein, weil mir einfach mehr danach war, sozusagen in letzter Zeit. Und Meister O ist relativ nah an dir, also das lyrische ja, Ich, also, oder ist das auch? Ja, das ist so der Rappername, den man, den jeder sich so gibt und dann macht man da was mit und wo dann die Authentizität unbedingt wichtig ist und so weiter. Wobei das natürlich dann auch ja wieder ein Konstrukt ist, aber das ist schon näher. Ich wüsste auch, ich nenne den Namen eigentlich auch in den neuen Liedern so gut wie nie. Vielleicht einmal, glaube ich, fällt er oder so, weil dieses ganze Selbstreferenzielle in der neuen Musik, so, die ich mache, so ein bisschen flach gefallen ist. Ja. Das sind eigentlich mehr so Storys oder du Bilder. Bist Geschichtenerzähler, ne? Also genau, so das ist so mehr so. Und, und das ist auch eher das, was du weiter betreibst. Also hauptsächlich, ja. Sogar eigentlich noch ein bisschen stärker, glaube ich, als auf dem letzten Album. Ich gebe dir nachher mal eins mit. Ja, dann kannst du mal hören. Da musste ich immer bei YouTube, wir haben so ein langsames Internet. Ich wohne ja auf dem Land, ne? Ja, ja. Das Internet hier immer. Ist auch langsam, wir sind im Industriegebiet. Okay. Zu Hause bei mir ist es schnell, aber wenn wir hier irgendwas hochladen müssen für einen Kunden, nochmal hier irgendwie so und so Drumaufnahmen und so weiter, je nachdem wie groß das ist, muss ich da zu Hause hochladen, weil hier ist kein Glasfaser und das nervt ein bisschen. Ja, aber du magst das schon, damit zu spielen, mit diesem lyrischen Ich, ne? Dass du das so ein bisschen wandern lässt und mal irgendwie in andere Rollen schlüpfst. Und ja, und das hat ja auch was damit zu tun, dass in meinem Kopf das auch nicht so klar ist. Also ich bin nicht so eine Person in meinem Kopf. So, dass, ich glaube, die meisten Leute sind das nicht, aber die wenigsten gestehen sich das zuzugeben, dass das so ist. Und das wird dann immer ganz schnell übertüncht, alle Brüche, die so stattfinden. Und dann braucht man auch immer genau ein Bild auch von dem anderen, das man hat und so. Und kommt damit schwer klar, wenn es nicht so ist. Ne? Ja. Also das ist, man ist nicht so ein rational durchstrukturiertes Ich, das man so beschreiben kann, sondern es finden so Diskussionen im eigenen Kopf statt. Ich hatte so ein Lied, das hieß Agnes Zoo, wo das auch sozusagen in meinem Kopf ist ein Zoo, so ein bisschen ist so das Thema gewesen. Darum ging es dann auch, dass es eben nicht so ist, weswegen ich auch dann zum Beispiel immer dieses Real-Sein so schwierig fand, also ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber auch so schwierig fand, weil man sich dann nach außen unbedingt als das eine verkaufen muss oder so, was aber ja gar nicht alles abdeckt. Und ich mir damals dann irgendwie, einer der Grundgedanken dafür, für die Pimps im Park war dann ein bisschen damit, ja gut, damit habe ich dann die automatische Freiheit, ja, kann ich machen, was ich will, weil wenn es eh schon klar ist, dass ich nicht einer bin, dann kann ich eben
machen, worauf ich lustig bin, ohne meine eigene Authentizität in Frage zu stellen. Ja, und das ist sowieso etwas, was ich in dem ganzen dieser Rap-Welt häufig so sehr, aber es ist ja auch in anderen Szenen, ich meine, sich selbst so wahnsinnig ernst zu nehmen darin, dass man die Codes bedient und genau so ist und gerade was du sagst mit der Realness, so denke ich mir heute, denke ich mir oft, Alter, erzähl gute Geschichten, unterhalte mich. Mich interessiert nicht, wie real du bist. So, schreib doch einen geilen Text. Du erzähl mir nicht immer. Zumal es ja so ist, dass ganz viele von denen, auch von den Rappern, die so bestimmte Images verkaufen, ja gar nicht so sind. Ja. Ja, das heißt, die müssen sich in Interviews ganz anders benehmen, als sie eigentlich sind. Dann leben sie doch vielleicht im Reihenhaus. Das ist halt geil, um real zu sein, um genau, real zu wirken. Um real zu wirken, und dann müssen auch ja nicht irgendwie das Falsche erzählen in Interviews und so weiter. Genau, und dem habe ich mich dann ein bisschen, das sollte so ein künstlerischer Eingriff sein, um mich da ein bisschen frei von zu machen. Aber hat auch die ganz ernste Komponente, nicht nur so sozusagen mich drüber lustig zu machen, das war weniger. Also das war weniger so szenebezogen, ich mache mich drüber lustig, was andere machen, als auch, ich werde auch wirklich dann mir gerechter, wenn ich unterschiedliche Leute darstelle. Also dann kann ich machen, was auf das, oder ich kann machen, was ich im Moment möchte. Ne? Also das, auf das ich gerade Lust habe, kann ich dann vielleicht auch verkörpern. Ja. Ja? Oder wonach ich mich gerade fühle. Ja, wenn das jetzt irgendwie was Aggressives ist, dann kann ich das irgendwie machen. Es kann aber wer ist denn? Ist Autisti der Aggressive? Oder? Nee, oder, also oder, das ist so, das so, das so, so. Nee, das es ist Meister O ist der die meisten Sachen macht. Also so, der Rapper, dann gab es halt das Alien im Bauch. Das ist sozusagen, was auch mehr mit unwohlen Gefühlen zu tun hat. Irgendwie, das ist eher so ein psychotisches Besessensein, ja, was das ausdrückt. Das heißt, irgendwie, sozusagen diese Zwiegespräche, die stattfinden in einem selber, wo man vielleicht, oh, da kommt jetzt gerade eine Stimme, die erzählt mir komische Dinge oder so. Mhm. Also was dann vielleicht nicht so direkt dann auch so ausgeprägt ist, aber so diese Selbstgespräche finden immer mal statt. So. Also, ne? Und das war dann halt in meinem Bauch, weil dieses Alien, das sozusagen mit Humor, aber auch mit so einer ein bisschen dunklen Seite sozusagen spricht. Sozusagen. Mhm. Und das konnte ich dann ausdrücken sozusagen, indem ich das gemacht habe, diesen bisschen psychotischen Charakter selber oder wenn man selber mal so am Rande einer Psychose gewandelt ist oder sowas gesehen hat, dass man das verarbeiten kann. Ja. Ne? Das war das. Und Autisti war dann eher so durch Kiffzustände, aber auch nicht Kiffzustände zustande gekommenes vor sich hin denken und die Welt nicht so ganz wahrnehmen und alles nur in seinem Kopf erbauen. Okay, so wie durch eine Milchglasscheibe so ein bisschen. Genau, und so ein spielerisches, eher so kindliches eigentlich, das Bild war, ich mag mein Bett unglaublich zum Beispiel, gerne so lange bleiben oder einfach im Bett liegen, nachdenken. Schlaf oder ist geheiligt, sagst du, ne? In dem Summertime. Ja, genau, mein Schlaf ist geheiligt. Das fand genau. ich sehr, sehr gut. Also das ist was mir wichtig ist, sozusagen, Schlaf und auch überhaupt im Bett sein und nachdenken können. Und eine Sache war dann halt immer so, Autisti sitzt auf seinem Bett und fliegt durch die Welt. Und ich, es gibt einen Comic, ich weiß noch nicht, wie er heißt, von vielleicht ist es auch jetzt eine Illusion, aber ich meine, den hätte ich als Kind gelesen, von so einem Kind, das auf so einem Bett sitzt und durch die Welt fliegt. Okay. Und so ein bisschen daran orientiert sich sozusagen das Autisti-Bild. Und die drei haben auch unterschiedliche Stimmen. Ja. Ist das so? Ja. Also. Du hast ja Klaus gehört, ne? Ja, ja, klar. Und Autisti steht auch da, habe ich gerade nicht so im Ohr. Genau, also bei Klaus ist die Stimme, also das ist alles nicht irgendwie durch Effekte erzeugt, sondern wirklich dann irgendwie mit der Stimme gemacht. Und bei Klaus ist die Stimme mehr verstellt. Bei Autisti äußert sich das ein bisschen mehr dadurch, dass wenig Dynamik drin ist und so schleppend. Also das ist immer so ein nicht on point, sondern immer ein laid-back Style von Worten, die langsam hinten rauskommen, sozusagen, um sozusagen, das ist so ein bisschen, also man denkt nach und sozusagen, aber nach außen ist es schwieriger darzustellen und so wirkt es dann auch. Und du rappst dann so ein bisschen hinterm Beat her. Genau, immer so, ja. So, und dann auch schon so ein bisschen auch mit der
mit der Stimmfarbe, die man, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, ja. Aber die in diesen Situationen dann auch so wäre. Also ja. Wenn ich irgendwo sitze und es war auch so, mein Mitbewohner hat mich Autisti genannt. Das, ach so, also, okay. Er meinte, Autisti, also wenn ich dann irgendwo ja. saß und habe dann irgendwie gerade nachgedacht und irgendwas ja. und dann kam er, Autisti und so, weil ich gerade nicht ansprechbar war, mir über was anderes Gedanken gemacht habe und deshalb habe ich ja. den Teil so benannt, also den Charakter. Ja. Okay. Und es wäre auch beliebig erweiterbar gewesen, ne? Also ich hätte jetzt auch noch 10 andere Charaktere erfinden können ja. oder kann ich noch. Aber damit war für dich erstmal das abgedeckt. Ja, auf dem letzten Album war es da ja, so, genau. Wobei Meister Oa am meisten gerappt hat, aber ich glaube, der Klaus Tickler kam irgendwie in, Tickler ist der Nachname von dem Alien, da kam glaube ich in 3 oder 4 Liedern vor und Autisti hatte ein Solo-Lied und dann kam er nochmal in 1 oder 2 Liedern vor, glaube ich, genau. Und was ist da, kann man das benennen, was so dein Schreibimpuls ist? Also lässt du dann, brauchst du das, um diese Leute mal rauszulassen und in die Welt zu lassen? Oder wieso schreibst du diese also Sachen? Bei Klaus war es schon ein Impuls, hatte auch was mit Magenschmerzen, die ich wirklich so real hatte, zu tun und den ich dann ein Gesicht gegeben habe, sozusagen. Es gibt unterschiedliche Impulse, aus denen ich schreibe. Einmal mag ich es einfach zu flowen, also wenn ich einen Beat höre, mache ich auch immer Flows ohne Worte. Also ich habe das irgendwann auch so abstrahiert gekriegt, also wenn ich irgendeinen Flow von jemandem höre, kann ich sofort die Rhythmik abstrahieren, ohne die Worte zu hören. Ja? Also ich weiß genau, wo die Silben dann im Beat sitzen und so weiter. Mhm. Und das mache ich eigentlich immer, wenn ich einen Beat höre. Und manche Lieder entstehen einfach so, weil ich Lust habe, das jetzt dann irgendwie in Worte umzuwandeln. Wobei dann der Prozess zum Umwandeln in Worte, der viel weniger schöne ist, als das am Anfang die Stimme einfach nur so als rhythmisches Element einzusetzen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie klingt das denn? Kannst du das? Ja, da müsste ich jetzt einen Beat anmachen. Brauchst du einen Beat, ne? Genau. Dann brauche ich einen Beat einmal und ja. dann kann man halt, also das musst du dir vorstellen, also ja, warte mal. Ja, ist jetzt ein bisschen peinlich, das so, ja, okay, nee. So zu machen. Also nee, ich mach das. Also jetzt, ohne Beat, genau. Ja. Also das ist, man setzt sich einfach, man kann ja auch jeden Rapper sozusagen nachmachen, ohne die Worte zu benutzen. Man braucht ja nur den Flow nachzumachen. Und, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie man es macht. Ehrlich gesagt, ja, also ich verstehe die Worte, aber ja, wie das klingt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich guck mal gerade, wo habe ich denn hier? Dann, ich weiß nicht, ob man das dann gleich gut hören kann. Ich drehe mich jetzt gerade weg, das ist auch so, aber jetzt hört man schon ab. Das ist jetzt ein Preview. Achso, das ist von der Platte. Also da gibt es auch keinen Text zu diesen Dings, okay. aber okay, dann kannst den Beat habe ich machen. Mal irgendwann gemacht. Dann ja. Ich weiß noch nicht, ob der aufs Album kommt oder nicht, aber genau. Die Spannung steigt. Ich warte nur, bis der Beat komplett ja. Bustin' in the tape, but in the tap, put the tenants in the tape. Bustin' the dead day, pad, put the chair, put the den in the tishen and day, pad, put the den in the Pooks pen a deep and the den in the cheat. Bustin' the tem a peep, public get tem in the seat. Bustin' the tet bad, bigger dead, booty dooth. Bustin' the tin and repet, bad shooting toot. Bustin' the tay, chook, and then a den a deed. Bustin' the den in a bed, shoot, ben a cheat. Bustin' the den a lay, poker do, ben a deed, for the deed, that the cheat, but the don't in a deed. Und the best in a deed, langsam füll ich selben ein. Und das werden plötzlich Worte bebadilt und fehlt ein Reim und bafatititi. So ungefähr. Ja. Also, ne? Also okay, vielen Dank. Das ist ja interessant. So ungefähr ja. ist das dann einfach, wenn ich, ja. wenn ich einfach irgendwie eine Idee habe und dann probiert man. Das machen aber viele Rapper so. Bin ich jetzt nicht der Einzige, okay. der das macht. Okay, ne? Aber ich habe aber noch nie davon gehört. Also interessiert es mich. Ach so. Ich möchte, okay. Nimmst du sowas dann auf oder hast du das dann im Kopf, wie der Flow funktionieren soll? Ja, also den Flow, das ist jetzt, den würde ich darüber auch nicht ja. machen. Das ist dann, ist so ein Standardding, das ja. habe ich im Kopf, würde ich wissen. Ja. Manchmal fallen mir ganz neue Sachen ja. ein, das richtet sich immer nach dem Beat. Manchmal nehme ich die auf, einfach um die zu behalten ja. und um so eine ungefähre Struktur zu haben,
die ich dann mit Worten fülle. Ja. Dieses Worte füllen funktioniert nie 1:1. Also es kann 1:1 funktionieren, ja. Dann gefallen mir aber manchmal dann die Texte nicht. Die Texte aber dann wird es ja technisch so auch, ne? Hm? Also wenn du das einfach umschreibst, praktisch den Flow in Worte, dann ist es sehr technisch, ne? Dann musst du immer Silben zählen und gucken, dass ja, ich genau zähle nie Silben, sondern es ja. Ist, ja, also so unbewusst passiert das natürlich trotzdem ja. Sozusagen, weil natürlich dann, wo kommt jetzt Betonung, ja, ich probiere dann Sachen aus. Ja. Aber das ist dann auch eher so, das wird nie ganz genau so, aber so die, gibt die Richtung vor. Aber, ja. Aber zum Beispiel dieses, einfach diese Silben machen, macht mir total Spaß, ja. Das was total cool ist. Und das dann mit Worten füllen, ist manchmal weniger cool, weil es halt so langwierig ist, bis ich dann damit zufrieden bin, auch mit dem Text sozusagen. Und manchmal sind es auch so, sind es Flows, die kann ich mit Worten gar nicht richtig füllen, weil ich dann merke, dieser Flow drückt eine bestimmte Haltung aus, die ich selber eigentlich gar nicht so gut füllen kann. Ja, also nimmt man irgendwie irgendeinen Gangster-Rapper oder so, der ja. Dann halt, wo dann auch ganz viel sozusagen von diesem so in diesem Flow herkommt. Ich finde das total geil, wenn ich das silbenmäßig mache. Wenn ich ja. Das aber mit meinen eigenen Worten fülle, die ich dann auch auf der Bühne oder so sagen muss, merke ich irgendwie, das nehme ich mir selber aber nicht ab. Weil, ja? weil der Flow selber bestimmt für mich schon ganz viel von der Haltung, unabhängig also der von Flow, den Texten. Der Flow hat schon Sinn. Sozusagen. Der Flow hat Sinn und Attitüde schon, ja. Der drückt auch eine ganz bestimmte Emotionalität aus, ohne mit Worten gefüllt zu sein. Das ist so einer meiner Sachen, die ich immer wieder betone, wenn mich jemand fragt, weswegen ich das auch so schwer, oder wenn Rapper so einen bestimmten Flow gefunden haben, es gibt wenige Rapper, die dann ganz viele verschiedene Spektrum an Gefühlen ausdrücken können. Ja. Und dann liegt das nicht nur daran, weil sie vielleicht das nicht ausdrücken können in den Worten, ja. Sondern weil der Flow das nicht hergibt. Ja, weil wenn ich jetzt zerbrechlich, zärtlich mal, ja. Über ja. Was im Rap ja. Wenig vorkommt, und ich nehme einen DMX-Flow, das funktioniert nicht richtig. Was ist ein DMX? DMX ist ein amerikanischer Rapper, oder, ja, oder aber, du würdest aber, das wie... Ist, aber du, was charakterisiert den Flow? Da ist Aggressivität drin, man kann aber Trauer... Aber ist das nicht eher die Stimmfarbe? Ja, aber das ist auch so ein gepresstes, das gehört zusammen, also Stimmfarbe und Flow... Genau, um das Flow genau ist für zu mich, verstehen. Ist für mich eine Rhythmus, einerseits ja, eine Rhythmusstruktur genau, ja. plus die Betonung, ja? Ja, das heißt irgendwie ja. Und Stimmfarbe, also ja. Alles, was nicht das Wort selber ist, also das Wort als Sinnstiftenden, sondern das, ja. Was ich gerade eben gemacht habe zum Beispiel, das wäre für mich ein reiner Flow. Okay, alles klar. Und genau, wenn deine Stimme sozusagen nicht passt zu dem Gefühl, dann hast du ein... Und ja, oder wenn ich mich einfach selber, wenn ich merke, also die Stimme würde vielleicht passen, aber dieses Gefühl nach außen zu vertreten, ja. Sozusagen, funktioniert nicht mit den Worten, die ich selber schreiben kann. Ich kann einfach nicht alles schreiben. Aber kannst du nicht dir einen Charakter in dir finden, der das sagen kann? Vielleicht, aber manchmal ist es nicht so, also das ist einfach eben auch nicht so beliebig abrufbar. Es ist theoretisch, ja, theoretisch wäre es vielleicht machbar, aber klappt nicht immer so und also manchmal ist das auch dann zu künstlich, dann möchte ich nicht. Das heißt, es gibt eigentlich mehr Flows in mir, als irgendwie ich mit Worten füllen kann. Also Flows kann ich alle möglichen machen. Ja? Aber okay, es fühlt sich zu künstlich an, hast du gerade gesagt. Also ja, also zu konstruiert, dann würde das... Also es gibt... ich weiß nicht, wie man das als Bild, das ist jetzt sehr, sehr vielleicht psychologisierend, aber sich vorzustellen, die müssen schon irgendwie, diese Charaktere müssen schon irgendwas mit dir, also müssen nah bei dir sein. Ich ja, weiß nicht, also gibt es irgend so ein Zentrum und da drumherum gruppieren sich die Charaktere und es gibt welche, die sind einfach, also du kannst nicht dein Ich einfach so... wenn ich für jemand anderen schreiben würde, vielleicht so, aber... ich bin ja auch begrenzt sozusagen, also es gibt natürlich, also es ist nicht beliebig. Es gibt verschiedene Diskussionen in mir, in meinem Kopf, in diesem ja. Zoo. Es gibt aber nicht alle Tiere. Ja? Das heißt irgendwie, und ich gehe dann mit denen hausieren, mit denen ich irgendwie am vertrautesten bin oder die häufiger mal auftreten. Und dazu kommt, dass halt dieser Weg des Flows zum Text machen relativ langwierig sein kann bei mir. Und das ist ein Problem, wenn ich diesen Charakter dann nicht mehr aufrufen kann, ne, um da Zugang zu haben. Das heißt, wenn das so was Singuläres wäre, dann müsste ich das in dem Moment aber auch wirklich fertig schreiben. Ah, okay. Damit ich da wieder Zugang zu habe. Ne? Ja.
Aber das kenne ich auch gut, ne? Das ist ja, also dass es manchmal so ist, dass man einen Text angefangen hat, der total Spaß macht, und aber der wird nie zu Ende gebracht, weil man dieses Gefühl nie wieder reinkommt. Das Gefühl ist weg, ja, genau. Ja. Ja. Das ist umgekehrt dann natürlich ein richtig geiler Moment, wenn man so, so einen Rausch reinkommt und in, was weiß ich, einer Stunde einen Text fertig macht. Ja, das und da hat alles klar gestimmt. Aber das ist auch nicht so oft. Ne? Das ist naja, es gibt unterschiedliche Leute. Es gibt auch Leute, die schneller schreiben. Und ich habe leider noch so eine zu starke Selbstzensur manchmal in mir drin. Ja. Ne? Also mir gefällt dann plötzlich was nicht, anstatt dass ich es einfach weitermache. So. Das ist auch was, was mir dann so ein bisschen manchmal den Spaß raubt an dem Ganzen. Ne? Also wenn ich und das hängt, glaube ich, also aus meiner Sicht ja auch viel damit mit dem alleine Musik machen zusammen. Also wenn du die Sachen so. Also du hast ja gerade von diesen um sich selbst kreisen gesprochen. Also ich habe auch diese starke Sehnsucht, mit anderen Musik zu machen, weil man dann einfach direkt auch in dem Schreibprozess schon gegenüber hat, was einen bestärkt und sagt, ey, das ist geil. Und dann traut man sich auch eher mal was rauszuhauen, was vielleicht so ein bisschen, ja, was noch nicht so ausgecheckt ist. Und also ich habe dann auch die Verlockung, ich meine, wenn man da halt immer im Zimmer sitzt und dieses Lied halt übt dass halt wirklich irgendwann jedes Wort gesetzt ist und da darf halt nichts mehr wackeln und da kriegt es auch sowas Hermetisches irgendwie durch so einen Song. Ne? Genau, vollkommen richtig. Es ist auch so, dass es einfach auch schneller geht, wenn die eben diese Gehirnschleifen unterbrochen werden. Wenn man jemanden hat, dem man vertrauen kann so und der sagt, nee, pass auf, das ist geil, das ist nicht geil und man kann das einschätzen, wenn das ein Fremder macht, ist das schwierig, aber wenn das jemand macht irgendwie, dessen Meinung man wertschätzt, dann hilft das einfach, den ganzen Prozess zu beschleunigen. Ich habe ja auch immer, wenn ich mit Live-Bookern bin und mache dann irgendwas und man jammt war und so, dann ist das natürlich alles viel, viel leichter. Hier ist das mittlerweile auch gut. Wir haben zum Beispiel jetzt gleich, heute Abend gibt es ein Treffen, dann da werden so verschiedene Projekte, die jetzt hier produziert werden, so Entwicklungen gegenseitig gezeigt und dann wird da kurz drüber gesprochen und noch Ideen und vielleicht hat der eine, wir haben ja mehrere Produzenten hier, die auch für alle möglichen produzieren und dann gibt es mal eine Rückkommen, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen oder werden noch Drums gebraucht, werden noch irgendwie Instrumente gebraucht, brauchen wir dann noch Bläser am Hook oder irgend sowas und dann kann man das irgendwie organisieren. Deshalb bin ich da jetzt für die Zukunft eigentlich zuversichtlich. Das wird nicht mehr so ablaufen wie das letzte Album, das ist ganz gut. Dass der Kreis sich erweitert einfach. Ja, und dass man eben nicht mehr nur in seinen eigenen Kopf schleifen ist. Aber was hast du denn vor damit? Also hast du schon vor, wieder mehr, also sehe ich das richtig, wenn du das daraus ableite, dass diese Videos so lange her sind, dass du auch relativ wenig gespielt hast, diese ja, Songs? Ja, also ich habe, diese Songs habe ich am Anfang, habe ich die habe ich die häufiger gespielt. Jetzt aber schon lange nicht mehr. Ja, ich habe jetzt, deshalb als du mich auch angerufen hast für den Auftritt nächste Woche, ich habe auch so ein bisschen gezögert, weil eigentlich das Live-Programm noch nicht steht und eigentlich trete ich jetzt nicht mehr ganz alleine auf, irgendwie nur noch mit DJ oder so, mache ich eigentlich nicht mehr. Das in dem Fall vielleicht eine Ausnahme, vielleicht kommt der Gitarrist noch mit, vielleicht noch ein Posaunist, das weiß ich noch nicht, aber der Gitarrist und die Backing-Sängerin, die sind gerade an oder Stephanie Heinzmann-Touren, deshalb können die nicht und so weiter. Und, das heißt, ist gar nicht klar, was nächste Woche stattfindet, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre gar nicht mehr gespielt. Ah, okay. So, das heißt, spannend. Ich weiß selber nicht, was nächste Woche passiert. Ich muss jetzt auch noch gucken, wie ich das vorbereite, da ich ja nie mehr mit Instrumentals aufgetreten bin. Ja. Also wir hatten. Es wurden ein paar Sachen reingefeuert, aber der Rest wurde halt live gespielt und jetzt muss ich sozusagen ganz oldschool-mäßig irgendwie erstmal darauf zurück. Und ich wollte halt dieses Jahr dann irgendwann wieder anfangen, ja. aber das ist jetzt sozusagen ein vorgezogenes, einfach mal... Comeback. Ja, ein vorgezogenes mal ausprobieren, was passiert. Und ich werde wahrscheinlich dann auch... von den neueren Sachen einige spielen. Weil aber da bist du doch da genau im richtigen Kontext, um das auszuprobieren. Ja, genau. Vom kleinen also, Erlesen. Genau. Kann nicht viel passieren. Genau. Und hast du das vermisst? Auftreten. Also das Einzige, wo ich noch aufgetreten bin, ab und zu dieses Love-Episode, das ich von der Welt habe, wo ich dann ab und an ein, zwei Songs gespielt habe, dann aber auch wieder mit Liveband.
Ja, schon. Ja. Auftreten ist schon auch eine meiner Stärken und macht Spaß. Und auch das Ganze, also zu Lyroholiker-Zeiten sind wir ja teilweise richtig viel getourt. Ja. Jetzt mit Pimps im Park, mit der ersten Platte, kann man nicht von Touren reden. Das waren Auftritte einfach immer mal wieder da am Wochenende und so und während der Woche ab und an mal. Aber jetzt mal gucken. So, ich weiß ja noch nicht mal, also es gibt noch kein Label. Ich habe das neue Zeug fast noch gar keinem gezeigt, außer hier so im engen Umkreis. Ich weiß überhaupt nicht, was mit der Platte passiert, aber ich habe gerade total Lust, Sachen zu machen. Ja, und was wünschst du dir? Also hast du Bock, dass das Ding richtig groß rauskommt und du damit irgendwie, dass das dein Job ist? Oder was ist so? Ja, ich meine, mein Job ist ja, also hier im Studio arbeiten sowieso. Ja, hier kommt gerade jemand rein. Wir machen, ja. Hallo? Hi. Du bist jetzt auf dem Interview drauf, ne? Hallo. Ja. Hallo, Welt. Stell dich kurz vor. Ich bin Moritz und ich will einkaufen gehen, weil ja die Leute... Ach so, und du brauchst Geld von mir und mein Auto. Wir haben ja schon vorhin klargestellt... Über Autos wurde schon vorhin klargestellt, dass ich Rapper bin und deshalb super betucht und auch eine fette Karre fahre. Also hier ist mein Geld. Okay, gut. Willst du deine PIN-Nummer eben durchsagen? Ja, meine PIN-Nummer ist 7395 34378. Und jetzt so Helge Schneider-mäßig irgendwie noch 30 Minuten weiter. Komma. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gerade, was du dir wünschst, also wie das weitergehen soll, wenn es die Platte rauskommt. Ich meine, mein Job ist ja Musik. Ich schreibe für Künstler, wir produzieren für Künstler, wir nehmen Künstler hier auf, ich lebe vom Musik machen, aber weniger von meinen eigen performten Songs. Ja. Wäre natürlich, ich hätte nichts dagegen, fände das auch super, wenn damit viel ginge. Weiß ich aber nicht, ob das passiert. So, ich bin da auch nicht so, dass ich sage, das wird auf jeden Fall was. Ich finde, das wird total schönes Album. Und ich hoffe, dass ich live relativ viel spielen kann. Dann sehen die Leute auch immer, was geht. Aber alles andere wird sich dann rausstellen. So, ja. Ne? Also das weiß ich nicht. Ich bin jetzt in einer anderen Position, als ich irgendwie angefangen habe, wo das sozusagen dann musste das sozusagen automatisch, es ging nicht anders, musste alles sein und ich möchte jetzt so viel wie möglich damit bewirken, aber ich mache die ganze Zeit Musik und lebe davon und deshalb bin ich da ein bisschen entspannter irgendwie, was das angeht. Ich fände es total cool. Und, natürlich wie jeder Rapper bin ich auch der Meinung, auf jeden Fall der Geilste zu sein. Ja, genau. Klar. Aber inwieweit die Welt dann auch so sieht, werden wir sehen. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja doch, also wenn das, was jetzt kommt, irgendwie vergleichbar ist mit dem, was du vorher gemacht hast, ist es ja auch sehr besonders. Also relativ weit weg von dem, was man sonst so kennt aus der Rap-Welt, oder? Ja. Kann man das so sagen? Also auch die neuen Sachen sind auch schon sehr, sind nochmal anders auch als das letzte gewesen ist. Mein letztes Album war anstrengend, ne? Also wenn man das hörte, weil da so viel passierte, auch sagen wir so einen roten Faden mag der eine oder andere ein bisschen vermisst haben, weil sowohl in den Beats immer wieder experimentiert wurde, als in der Stimme, in dem Charakter, in den Textinhalten, in der Delivery. Ich glaube, das wird ein bisschen einfacher sein. Also die Produktionen werden haben was Schöneres auch. Aber es wird trotzdem noch super viele Ecken und Kanten und so haben und deshalb auch nicht so für jeden zugänglich sein. Also das. Du bist kein Popstar. Nö. Da wird nichts. Also. Aber was mich interessiert, ich meine, ich gucke ja da wirklich von relativ weit außen drauf, aber wie reagiert denn dann so eine Szene oder hat das überhaupt in der Szene funktioniert oder ist das überhaupt, oder ist das für dich gar nicht interessant? Oder wenn ich live auftrete, so respektieren alle anderen Rapper das schon. Also
das hat dann auch mal mit der Art der Delivery zu tun. Das ist auch die Live-Platte zum Beispiel, die ich zum letzten Album, es gab keine richtige Live-Platte, aber so ein Mitschnitt vom Dings, die hatte dann eher einen roten Faden, weil die Instrumentierung immer gleich war und so weiter. Also dann eine Band war die. Genau. Es war dann einfacher zu hören und ist dann schon so, dass immer gesagt, okay, der weiß schon genau, was er macht. Aber eher jetzt das Publikum. Ich meine, ja, dass das aber, ein Rapper, das, ja, Rapper auch versteht. Auch andere Rapper, die mich rappen gesehen haben. Ja. Also was weiß ich, wenn ich jetzt hier mit dem Syllable Spill irgendwie radiere oder wenn hier andere Rapper und wir rappen zusammen oder so, ne, dann merken die schon, okay, der hat auch die Flows gefressen, der weiß ganz genau irgendwie, was er da macht. Ob die dann unbedingt was mit meinen Texten anfangen können oder mit dieser ganzen Schiene, wie ich das fahre, ist immer noch irgendwie was anderes. Aber das ist jetzt nicht das Szene-Ding. Ich meine, aber was ist, heute gibt es eh keine Szene mehr. Also es gibt nicht die Szene. Ja, Hip-Hop ist kompletter Mainstream. Gerade, das hat sich so aufgelöst. Ne? Ja, mit, was ja klar. Mit Casper oder was da alles so gibt. Ne? Wenn es ja groß wird, ja dann geht das so in diesem Mainstream auf, in diesem Meer sozusagen. Das ist ja auch nichts Negatives, aber es gibt ja nicht die Szene mehr. Ja, das sozusagen, stimmt. Ne? Also, und jetzt weiß ich nicht, es gibt so viel, also du kannst ja eigentlich heute Deutschrap auch alles machen. Das heißt irgendwie, das finde ich gut. Ja. Das kann auch gut sein für mich sozusagen, weil es halt diese Klappen, die es von, also ja, Deutschrap war ja immer sehr dogmatisch ja, von Anfang an. Ja, diese Szenepolizei. Die genau, Szenepolizei gab es immer. Und ich war auch am Anfang sicher auf den ersten Platten schon was angepasster, als ich dann irgendwie hinterher wurde. Aber es gibt bestimmt viele, die es nicht gut finden. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute es gut finden, ob das jetzt Hip-Hopper sind oder nicht. Ne? So unterschiedlich. Ich rappe auch gar nicht mehr in jedem Song. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich es auch gar nicht einschätzen kann, da ich, wie gesagt, das neue Material außer hier so einem ganz, ganz engen Kreis überhaupt noch niemandem gezeigt habe. Ja, ich finde das ja gut. Ne? Also ich finde das zum einen gut, dass sich diese Szene so auflöst, weil ich einfach so ein Textfan bin und das so langweilig fand, dass diese Szene so abgeschottet so irgendwie für sich existierte über viele, viele Jahre. Und das öffnet sich ja, wie du gerade beschrieben hast, ja immer mehr. Und ja, ich habe also jetzt für meine Veranstaltung ja immer mal dran gedacht, weil ich auch großer dann natürlich als Textfan Deutschrap-Fan bin und mich dafür interessiere, dass immer relativ schwierig war oder nicht nur relativ schwierig, ich habe es mir nie gelungen, einen Rapper irgendwie auf diese Veranstaltung zu bekommen. So. Und fand ich sehr schade, weil ich gerade darauf Bock habe, dass ich irgendwie ganz unterschiedliche Musikrichtungen, Stile, Denkweisen, was weiß ich, auf der Bühne treffen. So. Und genau, so ist es halt total geil, das entdeckt zu haben für mich, was du da machst. So, weil gerade als jemand, der auch selber schreibt, kann ich das vielleicht auch so ein bisschen einschätzen, wie krass das ist, was du da so technisch und sprachlich irgendwie machst. So. Und es macht halt mega Bock. Ja, danke schön. Gerade dieses Summertime-Video, also das war jetzt so, da habe ich mich da so ein bisschen ein bisschen verliebt, weil es halt so... Ja, da passiert einfach so viel, ne? Textlich, flowmäßig. Ne? Ja, das ist natürlich das geht auch so ja auch voll off. Ja, genau. Das ist natürlich auch so ein bisschen komplett aus dem Off. Irgendwie der Song, das. Es ist natürlich auch so, dass man immer so, wenn man so um Ecken denkt oder wenn man halt anders schreibt, also häufig lebt Hip-Hop auch vom ganz Einfachen sozusagen. Ich finde das ja auch gar nicht schlecht sozusagen. Ich kann es aber selber nicht so gut. Also es wird immer automatisch ein bisschen komplexer oder komplizierter, so wenn ich was mache. Es gibt ganz wenig Lieder, die so ganz easy sind. Ne? Wobei das bei den Neuen dann eher sich darin äußert, dass ich dann versuche, die Bilder der Geschichten besser auszumalen, sodass die Geschichte selber gar nicht kompliziert ist, aber einfach sozusagen das Schreiben der Bilder komplizierter ist, sodass das den Zugang, den erstmaligen, ja, also sozusagen für das erste Layer des Geschriebenen einfacher macht. Ja. Und
Das wollen wir mal gucken. Hat es denn wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, das zu schreiben? Oder nee, es gibt ja immer wieder auch Lieder, macht das Spaß und geht das gut. Es ist ja auch nicht jedes Mal so, dass ich mit dem kompletten Flow sozusagen anfange, bevor ich dann an die Worte rangehe. Es gibt ja auch Lieder, da fallen einem einfach mal Sätze ein und auf denen baut man auf. Ne? Also ich habe auch auf dem auch neue Sachen nur am Klavier jetzt geschrieben oder so, ne? Und dann gucken, ob ich die selber verwenden kann oder ob ich die für andere Künstler zur Verfügung stelle oder so. Ne? Und das ist ja dann das große Glücksgefühl, wenn man merkt, das ist ein geiler Weg, auf dem ich da bin und jetzt braucht es nur noch ein paar andere Worte und dann. Ja, das Fertigstellen ist natürlich immer was total Schönes. Ne? Mhm. Also wenn man weiß, okay, jetzt, du hast das vorhin richtig aus mit dem hermetisch abgeriegelt sozusagen, was halt manchmal so ist, was aber halt auch cool ist, wenn man sagt, okay, jetzt ist das rund, ne? Also kann man ganz viel ab, okay, jetzt sitzt jedes Wort da, wo es sitzen soll. Oder wenn man einfach sagt, gut, so, ich mache nichts mehr dran. So, ja. Was auch immer das ist, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall immer ein sehr schönes Gefühl. Was mich immer noch interessiert, ist, das habe ich jetzt in allen Interviews gefragt und da braucht es ja auch einen roten Faden, ne? Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die wissen, dass das jetzt wieder kommt. Ja. Ne? Wenn das jetzt der Ausschnitt ist, der auch eingeblendet ist. Es kommt ja jetzt wahrscheinlich immer mehr Fans von diesem Podcast, ne? Das ist ja jetzt der vierte. Ja. Das ist ja so eine Kurve, die immer mehr ansteigt. Ja, exponentiell. Ich denke schon, dass das so ist, so sein wird. Und was mich immer so interessiert ist, was willst du damit? Also gibt es da irgendwie... also mit deiner Kunst, mit dem, was du da schaffst, gibt es da irgendeinen Willen, was du auch so gesellschaftlich gedacht, will das auf irgendetwas hinaus oder ist das ausschließlich ein Ausdruck deiner selbst und das lässt du raus? Gibt es da irgendwie gibt es diese Ebene bei dir, wenn du etwas veröffentlichst? Oder? Es gibt, also was es nicht gibt, ist so eine klare politische Botschaft, ne? Auch ganz bewusst nicht, will ich nicht. Das hat was auch mit Zeitlosigkeit zu tun und hat was damit zu tun, dass ich so für einfache Dinge oder einfache Parolen oder einfache Ziele eh nicht so zu haben bin. Politisch ist es häufig dann trotzdem irgendwie mal hier, mal da und so. Und vielleicht gibt es auch Situationen, in denen es dann total angebracht wäre, das zu machen. Es gibt Telefon geht gerade. Ja, deswegen, ich schalte das. Willst du nicht dran gehen? Nein, will ich nicht. Es gibt zwei. Also einmal ist das irgendwie mittlerweile ganz viel mit mir zu tun hat, einfach zu schreiben und ich dieses Schreiben brauche. Es hat wahrscheinlich auch was mit einer Sehnsucht nach Anerkennung zu tun. Hat auch was damit zu tun, dass ich es einfach mag, mich damit zu beschäftigen und es ein total gutes Gefühl ist, so einen Song stehen zu haben. Was ich erreichen will, lässt sich vielleicht schon so, also es gibt verschiedene Ebenen, die erreichen wollen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich spiele oder live irgendwo auftrete oder so, was ich da erreichen möchte, ist ein Erlebnis zu schaffen. Mhm. So. Für mich selber, aber auch für die Leute, die da sind. Das heißt, ich gehe ja häufiger auch zu Konzerten und manchmal passiert was und häufig passiert auch gar nichts. Ja. Also dann geht man hin und geht man nach Hause, war auch ganz nett und so, aber es ist nichts passiert. Ja, also dass irgendwie irgendeine Änderung in mir bewirkt hat oder so. Und meine Vorstellung, was das Beste wäre halt auf Tour zu gehen oder diese Konzerte zu machen und Erlebnisse aneinander zu reihen. Ja. So, das ist und die können ganz unterschiedlich sein. Unterschiedlich sein, was da passiert, aber das ist ja schon so, wenn man auf der Bühne steht und entwickelt sich eine Energie, je mehr Leute, desto mehr Energie entwickelt sich da, aber sozusagen damit irgendwas zu machen. Ja? Das heißt, man erschafft irgendwie eine Form und irgendwas passiert da. Und ganz viel, was passiert, nimmt man ja auch immer gar nicht so ins Bewusstsein auf, aber mit dem ganzen Körper nimmt man das irgendwie auf und trägt man mit, auch wenn man in dem Moment nicht weiß, wohin man das trägt oder wie man das mitträgt. Und
das irgendwie zu machen und das herzustellen, ist so eigentlich das Ziel für alles, was mit Live-Auftritten zu tun hat. Mhm. Und was das Ziel ist sozusagen für die Gesellschaft, also es lässt sich ja so nicht sehen, aber ich glaube, dass durch Erlebnisse sich Dinge ändern. Ja, Menschen, ja. Menschen ändern sich, vielleicht ändern sich auch Gesellschaften. So. Und das ist eigentlich so irgendwie mein Ziel und das ist dann irgendwie auch politisch. Ja, ich verstehe das. Also die Leute in den Augenblick zu holen, sozusagen. In den Augenblick zu holen und irgendwas, vielleicht öffnet man irgendwas, vielleicht stellt man neue Erfahrungen her oder wie auch immer. Deshalb ist das ja auch so, dass manchmal, also ich fand das immer nie so schlimm, wenn Leute so ein bisschen am Anfang kurz vor den Kopf gestoßen waren von meiner Musik oder so. Und erstmal nicht wussten, ich habe es häufig erlebt, dass die Leute kamen und hör mal, die ersten zwei, drei Lieder, ich wusste überhaupt nicht, was ich damit soll oder wie ich das einordnen kann oder so weiter. Und danach ist dann das und das passiert. Die meisten jetzt zu mir Kunden fanden es dann gut, es gibt bestimmt welche, die es danach noch nicht gut fanden, aber genau diesen Augenblick zu erzeugen, erstmal, wo die Entscheidung die noch nicht klar ist. Genau. Ja. Dass die Leute halt erstmal dann entscheiden müssen, sozusagen, und nicht dieses, ich gehe auf die Bühne und schreie, fuck Bush oder fuck ISIS oder was auch immer. Ja. Und die Leute, die dieser Meinung sind, klatschen dann und die anderen finden es total doof. Ja. Und dann feiert man kurz, was man erwartet und geht dann nach Hause. Dann ist aber nichts passiert. Ja, ja. So. Und da passiert nichts. Ist langweilig. Ja. Brauche ich mir nicht zu geben. Ja. So. Aber diese Irritation zu erzeugen und damit dazu arbeiten, erzeugt die Chance für einen Wandel. So. Ja. Das ist eigentlich das, worum es dann geht. Und dann vielleicht erzeugt es dann auch eine Erlösung oder eine Entspannung oder eine Wut oder irgendwas, womit man dann arbeiten kann oder derjenige dann auch was machen kann. So. Und für mich selber genauso. Hat was mit Wachheit zu tun auch, ne? Also jemanden, du machst ja damit jemanden wach. Also holst, also was ich gerade schon gesagt habe, holst ihn in den Moment oder sie in den Moment und dadurch zwinge ich ihm eine Entscheidung auf oder zwinge ihm auf, sich damit zu beschäftigen, wobei das gar nicht so dieses, also das ist nicht in diesem Sinne gemeint, so ich will die Leute aufrütteln, damit sie jetzt endlich mal das sagen, sondern ich will wirklich einfach nur, dass sie sich bewusst in dem Moment plötzlich bewusst sind, weil eine Entscheidung her muss oder halt irgendwas muss passieren, so, ne? Und das ist das Einzige, wobei die Richtung eben gar nicht geklärt ist, auch für mich nicht. Und wie machst du das? Ich glaube, indem ich meine Lieder spiele und ein guter Live-Performer bin. Was macht einen guten Live-Performer aus? Zu lesen, was ich gerade im Raum entwickelt. Das ist ja irgendwie, es entwickelt sich ja meistens, wenn man irgendwie einen Auftritt hat, entwickelt sich eine Energie in diesem Raum, wo man spielt. Ne? Und mit dieser Energie irgendwie umzugehen und die zu leiten, weil das ist fast wie eine Gestalt, die sich da entwickelt. Ja? Und dann kann man mit umgehen und dann auch mit Erwartung und Enttäuschung ein bisschen umgehen zu können. Also natürlich macht das auch gute Kunst auf der Bühne oder guten Rap oder was auch immer zu präsentieren. Aber auch zum Beispiel irgendwie diese Energiegestalt dann sozusagen und dann macht man sich vielleicht ein bisschen übers Publikum lustig, muss aber lesen sozusagen, wo das jetzt umschlägt sozusagen und dann löst man es auf oder so zum Beispiel. Ja. Klingt mir auch nicht immer, aber, aber das so, glaube ich, so ein bisschen hat das was damit zu tun, also sozusagen diese komische Energiegestalt, die sich da entwickelt, irgendwie ein bisschen mit der irgendwie tanzen zu können oder ja. So. Ja, das ist so ein bisschen das, was zumindest das, was dann auch Erlebnisse erzeugt oder so, was mich interessiert. Ja. Ist bei anderen vielleicht anders, aber. Ja. Cool. Mit der Erlebnisgestalt tanzen. Ja. Sollen wir es dabei belassen? Ja, oder möchtest du noch irgendwas sagen? Ich muss nichts sagen. Nein. Also, aber du kannst noch was sagen, ne? Weil YouTube, da ist viel Platz.
da ist viel Platz, ja. Die haben noch keine Längenbeschränkung. Nee. Gibt's nicht? Weiß ich nicht. Gibt's nur wahrscheinlich nur eine Speicherbegrenzung, wie groß der Pfeil sein darf, ja, ne? Wenn du den genug komprimierst, MP3 64 Kilometer oder so, dann, ja, dann kannst du ruhig auch 10 Stunden reden vielleicht. Ja, sollen wir 10 Stunden, sollen wir das machen? Also, hast du noch Fragen? Also ich habe sehr viele Fragen. Also wie können. Also spätestens, wenn dann gleich, ja, zum Essen gerufen wird. Das vegetarische Essen, ja, ne? Genau. Das hatten wir im ersten. Also ich denke mal, ich mache jetzt immer so Verweise auf die ersten Podcasts, weil ich denke, ich bin nicht Vegetarier, aber es wird ja immer erfolgreicher und ich hoffe, dass dann auch die letzten, also die ersten Videos nochmal Klicks abgreifen praktisch. Ja, genau. Und dann, weil die Menschen dann kriegst du auch mehr für die Werbung, die da vorgeschaltet wird. Ja, ja. Ja, die Werbung werden wir dann selbst produzieren. Also ich denke, das ist aber hier, bitte, hier im Studio. Wir haben auch total billige Stundenpreise. Es ist ja in erster Linie Eigenwerbung für Xingqiang TV. Ja. Ne? Und wir wollen ist denn Xingqiang TV? Xingqiang TV ist ein Zusammenschluss von 4 Musikern, die entschlossen haben, ihre Kräfte zu bündeln und unterschiedliche, also es ist einfach ein Label für Konzerte, die wir veranstalten, für eben dieses Podcast. Wer sind denn die anderen Musiker? Das ist Max Freitag, ein Pianist, und das ist Yong Il-sin, der unter Cadavre de Schnaps eine Platte rausgebracht hat im vergangenen Jahr. Und der dritte neben mir ist Dromo Iluwu, das ist ein Geschichtenerzähler, Singer-Songwriter. Auch auf Dromo Iluwu? Ja. Ist das sein wirklicher Name? Nein. wie heißt er denn? Peter Schneider? Was? Wer? Nein, er muss den Namen nicht sagen. Nee, nee, aber es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Ereignis in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, ihn auf der Bühne zu erleben. Also das ist wirklich ein Ereignis. Ein ganz besonderer Mensch. Steht auch noch ein Podcast aus mit Dromo Iluwu. Also darauf können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Und wenn das dann auch so ein Erlebnis ist, dann hören auch immer noch mehr Leute den Podcast hier. Und So läuft das, ne? Ja. Das ist, da geht's bald ab. Gut, dass wir die Adresse nicht genannt haben, wo wir uns hier gerade befinden, weil sonst könnten wir uns nicht mehr retten. Das ist richtig. Da gehen die alle an dein Auto, die Leute. An das möchte aber jeder dran gehen. Ja. Und merken, dass du doch nicht real bist. Ja, shit. Nun denn, ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es hat mega Bock gemacht. Schön, mit dir zu reden. Und wir sehen uns wieder. Ja, spätestens nächste Woche. Ne? Unterschiedlich. Ja, also das wird ja irgendwann online gestellt. Das ist ja den Zuhörerinnen und Zuhörern scheißegal, was nächste Woche ist. Ja. Immer nächste Woche. Genau, also bis wir jetzt uns regelmäßig treffen. Genau. Jetzt ist es leider so. Bringst du immer so in Snippets raus, in so 200 Teilen, sodass wir uns immer dann sehen müssen. Nun denn, ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und vielen Dank an Martin. Und zieht euch die Sachen von Pimps im Park rein. Ich find's richtig geil. Jupp. Bis dann. Achso, ja, dann kann ich Xingqiang TV, ich kann dir noch einen Jingle dann danach spielen. Können wir noch, damit du dich da verabschieden kannst. Das war Xingqiang TV. Stay tuned.